geladen. Sie ist mit, in eurem Alter ungefähr, hat sie sich entschieden, das Elternhaus zu verlassen. Sie wollte weg aus Rom. Sie ist in die Schweiz gegangen und nach Deutschland, um Pianistin zu werden. Das hat sie auch geschafft. Sie ist jetzt Pianistin, arbeitet an der Staatsoper und hat sich überlegt, dass das noch nicht genug ist. Sie würde gerne noch weiter studieren, noch mehr lernen. Sie möchte gerne Dirigentin werden. Wisst ihr, was eine Dirigentin ist? Genau. Man denkt ja die ganze Zeit so, ja, was soll das? Man kann doch ohne, oder? Wir spielen auch ohne sie so. Was bringt das? Wir werden das gleich herausfinden, wie wichtig das eigentlich ist, dass jemand da vorne wirklich dirigiert und die Regie sozusagen übernimmt für ein Orchester. Und vielleicht kann sie auch zeigen, was es für Bewegungen gibt. Vielleicht macht man so und dann macht das noch einen anderen Sound, als wenn man so macht oder... Keine Ahnung, das werden wir gleich erfahren. Dann haben wir einen sehr interessanten Künstler, der Architektur studiert hat. Er hat, er hat irre Ideen. Also er geht so wie ihr durch die Straßen, spaziert und dann kommt auf einmal eine Idee in seinen Kopf. Und bei den meisten ist es ja so, dass wir so eine Idee haben, dann erzählen wir die unseren Freunden und das war's. Sie landen in der Schublade. Aber bei ihm ist es so, er hat die Idee, komisch, da der Fernsehturm am Alexanderplatz, die Kugel da oben, sieht doch irgendwie aus wie ein Ball. Wie ein Fußball. Ich finde, das sieht aus wie ein Fußball. Was macht er? Er geht zu zur Telekom, also zu der Firma, die diesen Fernsehturm vermarktet und sagt so, hey, wisst ihr was, ich habe eine Idee. Ich finde, zur Fußball-WM sollte das da oben ein Fußball sein. Und was ist passiert? Zur Fußball-WM war diese Kugel da oben ein Fußball, könnt ihr euch erinnern? Ja. Allerdings in Pink. Genau, weil das die Farbe von der Telekom ist. Und so hat er ganz viele Ideen gehabt. Er geht durch die Kochstraße und bedenkt, diese Bauzäune da, hier stand doch für die Mauer, das könnte doch eine Ausstellung sein, hier mit dem Bauzäunen, da könnte man noch Bilder ranmachen und Text. Und heute gibt es am Checkpoint Charlie eine Open-Air-Ausstellung, die ist vollkommen umsonst. Da kann jeder hingehen und sich die Geschichte dort an dem Checkpoint Charlie an der Mauer sich angucken. Und so hat er viele Ideen. Jetzt im Moment hat er auch eine ganz brandneue Idee, die Zeitreisen ermöglicht. Das werden wir gleich erfahren von ihm. Jetzt vorbei. Wir haben auch einen Gast, auf den ich ganz besonders stolz bin, dass sie es schafft, hier zu sein, weil sie hat sehr viel zu tun. Sie arbeitet beim ZDF für Frontal 21, ist Redakteurin und hat ein Buch geschrieben. Dieses Buch heißt Arab Boy. Ja, das ist ein Arab Boy. Sie ist in Neukölln aufgewachsen und hat dort sehr viel erlebt, sehr viel gesehen. Sie hat als Erzieherin gearbeitet, hat viel studiert, aber nichts zu Ende studiert und trotzdem einen Traumjob gefunden. Wie sie das geschafft hat, darüber erfahren wir mehr. Diese drei Personen sind Daniela Muska, Arash Sakani und Güner Yasmin Balci. Und begrüßt bitte mit mir als allererstes Daniela Muska. Daniela, wenn wir mit dir gesprochen haben, bin ich mal gespannt, ob die Schülerinnen und Schüler diese vier Fragen beantworten können. Das ist wie so eine Art Test, ja? Mal sehen, ob ihr aufmerksam seid. Also das, was wir hier besprechen, wird diese vier Fragen beantworten können. Erstens, Piano, was heißt das? Zweitens, wie viele Opern gibt es in Berlin? Drittens, was ist der Unterschied zwischen einem Flügel und einem Klavier? Und viertens, was ist der Unterschied zwischen Klassik und Hip-Hop? Aber erstmal willkommen, Daniela. Danke. Du bist aus Rom und du bist 26 Jahre alt. Genau. Und mit wie vielen Jahren hast du deine Eltern verlassen? Mit 20. Mit 20 hast du deine Eltern verlassen. Warum? Weil ich weiter mit meiner pianistischen Ausbildung gehen wollte und das war in Rom nicht mehr möglich. Ich hatte ein Diplom aus Rom und dann ging die Schule nicht weiter. Also wir hatten damals keine richtige Uni, wie in Deutschland oder in der Schweiz. Sind deine Eltern auch Musiker? Nein. Was macht keine aus meiner Familie ist Musiker. Meine Mutter unterrichtet Mathematik in einer Schule, die wir zwischen Grundschule und Gymnasium haben. Also da sind die Schüler 11 bis 14 Jahre alt.
Und mein Vater hat in einer Bank gearbeitet. Das heißt, für deine Eltern war das vielleicht auch eine Überraschung, dass du jetzt Musikerin werden willst? Ja, absolut. Haben sie denn, kann man denn mit diesem Beruf Geld verdienen? Haben sie vielleicht Sorgen gehabt? Ja, das Problem ist, dass man verdient Geld, aber nicht regelmäßig. Nicht so wie ein Lehrer zum Beispiel in der Schule oder wie jemand, der in einem Büro arbeitet. Also man hat kein festes Gehalt. Manchmal verdient man ganz gut, manche Monate verdient man gar nichts, weil man üben muss und man kann nicht auftreten. Und ja, es ist unterschiedlich. Es sei denn, man arbeitet dann in einer Schule und man unterrichtet Klavier oder in einem Opernhaus und dann man ist Repetitor, dann hat man schon festes Geld im Monat. Aber wenn man nur vom Konzert leben will, also Kammermusik oder so, dann ist es ein bisschen unregelmäßiger, vor allem am Anfang, wenn man noch Student ist. Ja. Du hast mit 8 Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Ich habe ein bisschen früher angefangen. Ach, noch früher? Ja. Mit 2? Nee, mit 4. Mit 4? Ah ja, okay. Mit 4? Mit 4 können ja viele noch gar nicht so richtig sprechen. Und du konntest mit 4 schon, manche können sogar mit 6 nicht richtig sprechen. Du hast mit 4 schon angefangen, Klavier zu spielen. Ja. Wie kommt das? Wolltest du das selber oder wurdest du gezwungen? Nein, ich wollte Dirigentin werden. Schon mit 4? Wusstest ja, du das? Ja, und also ich hatte klassische Konzerte im Fernsehen gesehen. Und ich habe gesehen, dass ein Mann da vorne gestanden ist mit einem weißen Stock, also irgendetwas in seiner Hand. Und ich hatte verstanden, dass dieser Mann beeinflusst hat, wie alle Leute vor ihm gespielt haben. Und das fand ich sehr aufregend. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich will wie dieser Mann sein. Und so war für mich, meine Mutter hat gleich geantwortet, das kannst du nicht, weil du kein Mann bist. Und da war ich ein bisschen überrascht, weil ich hatte nicht gedacht, dass es davon abhängt, dass es ein Mann ist und keine Frau. Aber das war in Italien damals tatsächlich so, dass für eine Frau, also vor 20 Jahren oder so, war ein bisschen schwierig für eine Frau, Dirigentin zu werden. Stimmt, ich habe auch noch nie eine Dirigentin gesehen, glaube ich. Ja, es gibt heute also auch sehr berühmte, aber sehr wenig, viel weniger als Männer. Ja. Wir zeigen mal hier ein Video, wo ihr Daniela seht. Wer weiß, wo das hier ist? In Rom? Ah ja, super. Und was ist das für ein Gebäude? Da steht noch Rom. Ja, das war einfach, dass das Rom ist, ja? Aber was ist das für ein Gebäude? Wer weiß es? Ist vielleicht ein Dom? Es ist ein Dom? Alexander. Ja. Nee, das ist nicht unser Dom. Das ist unser Dom. Wenn ihr denkt, das ist so ein Dom. Okay, Daniela. Wer weiß es? Aber das sind genau die Römer. Sag doch mal. Wie bitte? Eine Oper? Daniela? Nein. Eine Kirche? Nein. Eine Kirche? Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht die wichtigste der Welt? Ach so, diese riesen Bilder. Ja, dieses riesen Bilder. Das ist normal. Da wohnt übrigens gerade jetzt ein Deutscher drin. Ja, genau. Der Papst. Also was ist das? Papsthaus. Papsthaus? Das ist der kleinste Staat der Welt, kann man glaube ich sagen. Ja. Der Vatikan, schon mal gehört? Ja? Hab ich schon gesagt, ja. Vatikan? Ja, da ist Daniela natürlich nicht groß geworden, aber das ist vielleicht das bekannteste Haus in Rom. Aber ich kann erzählen, dass als ich in der Akademie studiert habe, war wirklich in dieser Straße hier rechts, wo man das nicht mehr sehen kann vom Bild, aber da war die Akademie. Ja. Diese Aufnahmen, die ihr jetzt seht, die sind nicht in Rom entstanden, glaube ich, sondern hier. Ne? Ja. Bene, sì,